Die Kopernikusschule Freigericht, Deutschlands größte allgemeinbildende Schule, wird 2012 40 Jahre alt. 30 Jahre davon war ich live dabei. Das wird gefeiert. In der Schule und bei mir. Jeweils mit einer besonderen Projektwoche. Praktisch anschauliche, erlebnispädagogische Projekte waren und sind seit mehr als 30 Jahren meine Spezialität. So auch 2012. Für die besondere Jubiläumsprojektwoche 2012 kreiere ich das Projekt Urmensch. Am Anfang war das Feuer. Die Klasse H8A mit Klassenlehrer Klaus Kleinmann werden 4 Tage lang ums offene Lagerfeuer sitzen, das sie wärmt, vor wilden Tieren schützt und ihre Nahrung gart. Verdammt riesige Kopernikusschule besteht aus viel Beton, das allerdings nach Kräften mit Leben und Bewegung gefüllt wird, umhüllt von erstaunlich viel Grün. In diesem üppigen Grün gibt es auch einen schönen Bolzplatz, auf dem heute zum Schuljahresende ein Fußballturnier der Oberstufe, umrahmt mit bunten Essensständen, stattfindet. Was ist mit dem Trommler? Wo ist die Trompete? Natürlich haben wir auch einen bunten Schulgarten, der im schönen Kontrast zur modernen Sternwarte steht. Und für unser Urmensch-Projekt nutzen wir das angrenzende, ziemlich verwilderte Feuchtbiotop der Schule, wo wir uns gut im Grünen verstecken können. Schon im Vorfeld dieses praktischen Projekts haben wir uns theoretisch mit dem Leben und der Evolution der Urmenschen beschäftigt. Dabei wurden auch die hier gezeigten 3 lehrreichen Filme vorgeführt. Aber jetzt geht es zum Ausklang des Schuljahres um die praktische Seite, die uns sicher viel Spaß machen wird. Den ersten Tag verbringen wir damit,
uns im verwilderten Biotop Platz für ein Lager mit Feuerstelle und Übernachtungsmöglichkeit zu schaffen. Einpacken und weg damit. Dieses Seil. Da hinten drin. Das war an die Bäume leicht dran. Die Sachen, die ihr da abknipst, auch unten im Wurzelbereich abschneiden. Ja? Der Jahrgang 11 meiner Tochter Samira bietet selbstproduziertes Essen für die Copernicus-Schüler zum Projektauftakt an. Samira verkauft hier ihre Zimtschnecken nach schwedischem Rezept. Die Seile ist eine gute Idee. Wer von euch bei der Feuerwehr? Okay. Da es heute nach Regen aussieht, installieren wir ein Tarp. Ein Regendach, unter dem man trocken sitzen, essen, quatschen und chillen kann. Chillen und quatschen werden bei diesem Projekt großgeschrieben. Das Schuljahr ist um, die Zeugnisse sind geschrieben. Alles, was wir hier tun, läuft just for fun. Aber auch beim just for fun kann man Dinge lernen, die sonst oft zu kurz kommen. Lernfabrik kontra offene Projektarbeit. Was ist letztendlich wohl effektiver? Hier scheiden sich die Geister. Outside of it.
offenes Feuer hat trotz Entfremdung von der Natur bei den meisten Menschen von jung bis alt noch immer eine enorme Anziehungskraft. Das nutze ich beim Urmensch-Projekt 2012 natürlich schamlos, aber pädagogisch wertvoll aus. Kinder-Shishas gibt es. Was? Nein, richtige Shisha. So, das ist schlimm. Immer bei Shisha ist nicht schlimm. Ich nicht. Nein. Warum macht meine Mutter, bringt mich um? Boah, wo das ist. Orangensaft ist das Beste. Was ist das? Marshmallow mit Tofu. Boah, gib mal her. Kein Spaß, es schmeckt. Jetzt abonniert. An alle YouTuber, abonnieren. Klassenlehrer Klaus Kleinmann hat einen Pyritstab besorgt, mit dessen Funken man Zunder und ähnlich trockenes, schnell brennendes Material anzünden kann. Am morgigen zweiten Projekttag werden wir zum Frühstück Stockbrot backen und anschließend zu einer großen Brennholz-Sammelaktion in den Freigerichter Forst eindringen. Natürlich mit Erlaubnis des Revierförsters. Wer war ich jetzt? Ich habe bei Globetrotter danach den Eis gesehen. Wenn du da ein bisschen Obdach ist, dann kommt es.